habe noch nie so einen Parlamentssaal von innen gesehen. Ich würde mir das gerne mal angucken, wo unsere Volksvertreter da so sitzen. Ja. There are many, I say, interesting things that I have never seen. Wir sind durch den Landtag und haben diese Tour mitgemacht und haben uns den Plenarsaal angeguckt und die Teile des alten Schlosses. Man kann sich das Schloss auch vom Computer virtuell angucken. Das fand ich cool. Sehr aufschlussreich war es hier. Ne? Die Parteien haben die auch alle so ein bisschen dargestellt. Und ich denke, das ist auch wichtig, so politische Bildung und so. Was, glaube ich, auch für die anderen Leute, mit denen ich hier war, viel bedeutet hat. Auch das Programm, was ringsrum ist, das ist sehr interessant, finde ich jedenfalls. Glückwunsch an Sie. Ja, ist auch nett, dass man sich hinsetzen kann, ein bisschen Musik hören kann. Also sehr schön gemacht, alles wunderbar organisiert und so. Und ich bin der Meinung, sowas könnte ruhig öfters mal passieren. Ja, hier ist ein tolles Fest. Das Motto Demokratie zum Anfassen ist für mich ganz, ganz wichtig, weil wir wollen ja, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger den Weg auch in den Hessischen Landtag finden, mit den Abgeordneten ins Gespräch kommen. Und genau das schafft der heutige Tag. Für die Kinder ist sehr viel da, das finde ich toll, dass auch die ganz Kleinen hier zum Zuge kommen mit Bobbycar-Rennen und Hüpfburg. Und es ist wirklich sozusagen, die Familie aus Hessen kommt zusammen. Es ist großartig, die Türen aufzumachen. Der Landtag ist ja mitten in der Stadt. Die Leute strömen rein. Wetter ist auch noch gut. Finde ich, sollte man wieder machen. Ist gut. Dass der Tag der offenen Tür nach so langer Zeit der Pandemie, wo wir den nicht durchführen konnten, jetzt wieder so einen großen Zuspruch erfährt von vielen Bürgerinnen und Bürgern, dass wir die Arbeit des Hessischen Landtags zeigen können. Und ich sage immer, Politik ist zu wichtig, um sie den Politikern zu überlassen. Deswegen müsste es eigentlich viel, viel mehr solche Schnittstellen geben zwischen Bürger und Politik, wo wir auch den direkten Draht mal entwickeln können. Also ich bin richtig begeistert, dass so viele Menschen heute hier sind, weil man spricht ja oft von Politikverdrossenheit und ich glaube, das ist, was wir heute sehen, ist genau das Gegenteil. Es sind so viele Menschen hier. Das ist schon mal eine gute Sache. Ein offener Landtag ist ein demokratischer Landtag, damit Menschen wissen, was hier entschieden wird, was hier diskutiert wird.